So, moin und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr, was ich das letzte Mal noch wollte. Also, ich habe hier den Scannerraum gebaut. Habe ich schon noch irgendwas gesucht? Ne, ich habe eine Kamera losgeschickt. Warum habe ich eine Kamera losgeschickt? Wahrscheinlich nur, um einmal zu zeigen, wie es läuft. Nehme ich an. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Wo ist denn die Kamera 1? Da hinten, okay. Ja gut, docken wir mal wieder an. Das. Ja. Dann wechseln wir mal die Kamera. Okay, warum ist die hier? Ach Gott. So, sind wir schon hier unten drin gewesen das letzte Mal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich weiß ja gar nicht, wie weit kann ich denn überhaupt noch mit dem... Ach, gucken wir mal. Wir kommen ja wieder näher ran. Und daher sollte die Verbindung jetzt so passen. Was ist denn mit dem da? Warum steht er da so? Muss ich nicht verstehen, oder? Okay, hier gibt es auf jeden Fall ein Datapad. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich lasse die Kamera einfach mal da. Und, oh, ich brauche was zu essen. Ich brauche etwas zu essen. Habe ich noch was zu essen? Ich weiß gar nicht, was ich in den Spinden drin habe. Den hier. Den könnte ich verspeisen. Hätte ich für einen kurzen Moment etwas. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Gut. Dann müssen wir erstmal raus. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Habe ich irgendwie so gar nicht Schirm gehabt mit dem Essen und Trinken scheinbar das letzte Mal. Oder bewusst ignoriert, weil ich einen Plan hatte, von dem ich jetzt nichts mehr weiß. Das ist natürlich auch möglich. Huch, wo bin ich hier? So, ich bräuchte Blasenfische. Gibt es irgendwo Blasenfische? Nein. Welcome aboard, Captain. Ja. Wie konnte ich denn das letzte Mal das
das Spiel so verlassen. Vital signs stabilizing. Ich brauche heute noch Blasenfisch. Also da drüben gibt es ja eigentlich welche. Im Startgebiet oder beim Startgebiet. Sonst bräuchte ich halt irgendwann einfach mal so eine Filtrierungsanlage. Fische. Das ist zum Beispiel so einer. So, Blasenfische bitte. Hier können wir mal ganz kurz. Den Sauerstoff wieder auffüllen. Ja, da sind wir schon. Da haben wir noch einer. Ja, kommt. Erstmal mitnehmen hier. Und dann wäre ja eigentlich ein Aquarium nicht schlecht. In einem Aquarium kann man die halt züchten. Und dann hätte man halt auch einen permanenten Vorrat an lebenswichtigen Fischen. Sich eine Basis. Jetzt muss ich mit dem Zoo beginnen. Ja, komm her. So flinker hier. Die sollte ich schon auch behalten. Fasergewebe, Strahlenschutzanzug. Okay. Vital signs stabilizing. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Das war jetzt erschreckend. So, wir gehen jetzt trotzdem einmal suchen nach der Kamera 1. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Bin ich schon runter? Weiß ich gar nicht. Nee. Ich erinnere mich nicht mehr. Also irgendwo hier drüben auf jeden Fall. Ich bin jetzt mal ein bisschen verwirrt. Luft schnappen. Wieder raus.
Ding habe ich ja schon erforscht hier. Das gehört, glaube ich, dazu, wenn mich alles enttäuscht. Das ist ein Scheißviech. Oh, nervig. Na gut, gehen wir erstmal runter. Sauerstoff ein bisschen im Blick behalten. Oxygen efficiency greatly decreased. Signal location uploaded to PDA. Integrating new PDA data. Integrating new PDA data. Ich habe ein gewaltiges Problem. A microcosm of unique, possibly predatory life forms. Oxygen. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Ah, das werde ich mal nicht überleben, so wie es aussieht. Das ist zu weit. So, haben wir irgendwas Nützliches dadurch erhalten? Ich glaube nicht, ne? The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Ja, nicht wirklich. Ja, die Seemotte, aber... dahin brauche ich echt noch ein Weilchen. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, Ach, guck mal. Das Aquarium hat man ja sogar schon. Das habe ich ganz vergessen. Okay, das heißt, ich brauche keinen Quarz. An die Steuerung gewöhnen hier. Natürlich nicht dabei, also brauche ich noch Quarz. Dann brauche ich auch schon bald wieder Energie. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Das ist gar kein Quarz, aber. Trotzdem wertvolle Rohstoffe. Also Quarz versteckt sich auch gerne mal hier irgendwo drin. Das ist allerdings ein Ei. Das Aquarium. Moment. Ich gab es hier sonst noch irgendwas Spannendes. Ich glaube da drin, ne? Ich glaube, man konnte sich da irgendwo durch irgendwelche Öffnungen dort auch reinbewegen. Aber ich gestehen muss, ich bin mir bei dem jetzt nicht sicher. Also bei vielen geht es auf jeden Fall. Bei vielen dieser großen Bugs. Und dann braucht man entweder den Schneider mit dabei oder das Reparaturgerät. So, dann haben wir hier irgendwo Platz für ein Aquarium. Theoretisch hätte ich hier drin. Nee. Theoretisch ja hier drin. Ich glaube, wir machen das anders. Wir machen... Ach, wir haben doch keinen Netzwerkbaum. Thank you.
raus. Dann erweitern wir nochmal. Setzen wir das Ding da drin. Geh weg. Dann nutzen wir die Wandseite. Ach, geht auch nicht, ist viel zu klein. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche einen Netzwerkbaum. Einfach in den Scanner rein ist ja auch Quatsch. Also machen wir es dann erstmal da. Auch wenn es nicht schön ist. Passt das da rein? Nein. Die nehmen wir auf jeden Fall. Ach guck mal, das war blöd, die zu kochen. Die verlieren die nämlich an Haltbarkeit. Wenn die nicht gekocht werden, nicht. Dann überleben die ewig im Inventar. So, haben wir auf jeden Fall schon mal das kleine Aquarium. Ich glaube, dass sie sich da drin auch schon vermehren. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ich ehrlich bin. Also es gibt diese großen Tanks, die man später bauen kann, da geht es auf jeden Fall. Mein Gott, sind die Viecher laut, ey. Hier, ne, Zuchtbehälter. Okay, das würde eh ein bisschen dauern. Halt die Frage. Geräte da. Die Fahrzeugstation muss. Witzig. Eine Batterie. Säurepilze. Die hatte ich da, glaube ich, drin. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie man es austauscht. Ja, was brauche ich denn jetzt? Ich brauche eigentlich scannbare Objekte. Fragmente. Modul. Sichtfeldchip brauche ich, Magnetit. Magnetit. Habe ich schon Magnetit? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Natürlich nicht. Also zum Scannen direkt unter uns. Sterbe ich doch wieder und versuche das zu holen. Wir gucken jetzt erstmal. Hier ist natürlich die Frage, ob das da drüben gemeint war. Fragment, aber sieht so aus, wenn das hier gemeint war. Seemottenteil gewesen.
das will ich eigentlich gar nicht. Ist mitgekommen. Der Sack. Wo ist er? Hier, ne? Ich höre ihn doch. Also raus da. Ich bin gerade ein kleines bisschen lost. Oxygen production offline. Das ist Mist. Habe ich nicht mit gerechnet. Habe ich wahrscheinlich gehört, aber gekonnt ignoriert. Mist, wenn ich jetzt immer ganz nach oben wieder muss. New blueprint acquired. Ich hätte jetzt gedacht, da kann man rein. Aber da habe ich anscheinend falsch gedacht. Achso, das ist die Tür auch einfach nur. Macht natürlich auch nicht so viel Sinn. Schon alles bei dem Wrack. Nicht so spannend. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. 30 Sekunden. Drin verbrauchen wir zu viel Energie. Wir bräuchten eigentlich mehr Speicher zum Beispiel. Gespeichert werden. Die vermehren sich nicht. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased.
da runter. Das Problem ist wirklich der Sauerstoff. Ne? Also am liebsten würde ich natürlich mit einer Seemutter da rein. Die habe ich aber noch nicht. Da sollte man eigentlich nicht gegenkommen. So viel weiß ich noch. Oxygen. Welcome aboard, Captain. So, wie kann ich noch die Batterie tauschen? Gut. Wenn es da weit genug runter geht. Ja. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Kommt doch bald wieder das Problem mit dem. Passing mit dem Wasser. 200 meters. Wieder Wasser zunehmen muss. Oxygen efficiency greatly decreased. Ich brauche halt Magnetit. Findet man tatsächlich nur weiter unten. Ist eine Heilung drin gewesen. Geh doch weg, du Scheißviech. 30 Seconds. Wohl wieder sterben. Wenn ich jetzt nicht mal weiß, wo es hochgeht. Können wir auch noch mal ein bisschen gucken. Nö. Ich habe das früher mal gemacht, mich da mit der Seemutter runter. Oder gab es noch einen. Ich kann natürlich Atemluft runterbringen, aber das habe ich noch nie gemacht. Das wäre mir neu. Die müsste ich doch schon haben. Mit hoher Kapazität. Das heißt, den habe ich noch nicht mit Fasergewebe. Glaube ich auch schon und das Ding habe ich auch noch nicht. Kabelsatz und Fasergewebe. Kabelsatz kein Problem. Und Fasergewebe doch eigentlich auch nicht. Das ist wohl nur Fasergewebe. Wahrscheinlich erstmal den Rohstoff, um das sehen zu können. Blei habe ich auf jeden Fall. Aber den hatte ich schon. Rohstoff. Ei.
geht. Hier auch. Ich brauche vielleicht gleich Platz. Ion ins Fasergewebe. Beziehungsweise den Rohstoff für Fasergewebe. Die Dinger da noch, aber die brauche ich doch eigentlich nicht. Oh, da kann ich nicht dafür, oder? Im Moment ist es eh voll. Ja, noch ein Platz, da nehme ich mal einen Blasenverschluss. Da ist es da unten. Wichtig. Immer noch kein... Doch, da. Bin doch noch blöd gewesen. Und dafür brauchen wir Blei. Blei haben wir hier drin. Ich da natürlich nicht rein. Das kann man essen. Immer noch nur zwei. Jetzt habe ich da wieder nicht lang. Ich muss umbauen. Dafür brauche ich aber größere Räume. Länger tiefer tauchen können. Was ich hier auch irgendwo in der Höhle. Höhleneingang. Ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Aber das ist nicht die richtige Höhle. Natürlich nicht lang. Jetzt sollte ich mir doch auch mal Signalbojen und so weiter aufstellen. Die ist auf 250 Meter Tiefe. Jetzt sind die fiese große Viecher. Ja, scheinbar erstmal das andere rote Kelp rein.
vorbei. Aber dann gucke ich erstmal, ob es hier noch was für mich gibt. Stirbt, ist ja jetzt nicht ganz so dramatisch, ne? Aber schön ist es halt trotzdem irgendwie nicht. Und weiter da lang will ich eigentlich auch überhaupt nicht. Jetzt wieder. Da. Tja, so eine Seemotte. Könnte ich mir vorstellen, dass ich hier unten sterbe. Schneller. Naja, dann geht die Luft gleich wieder aus. Oxygen. Near blueprint acquired. Na gut, dann sterben wir. Ich glaube, da hinten im Raum wäre noch was drin gewesen. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob mir die Basis noch angezeigt wird. Den Netzwerkraum bauen. Wir können aber auch den großen Raum bauen. Wie war das? 2 Barren. Also ich bräuchte 20 Titan und 4 Lithium. Okay.
einer davon? Nee, ne? Okay, dann fehlt mir, glaube ich, einer. Silber habe ich noch gar nicht. Lithium habe ich noch gar nicht. Das habe ich verwechselt. Okay, dann bleibt es bei den 8. Und das weg. Und das weg. Was anders? Dann kommt ein Mehrzweckraum. Eigentlich hier ran. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt sag nicht. Man braucht jetzt hier neuerdings bis ganz unten Verbindungen zum Boden. So, hier geht's ja auch. Zu wenig Titan mit. Ja, doch nicht. Hatte ich mich verguckt. It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. So, und dann bräuchte ich das hier. Da brauche ich aber auch wieder Lithium für. Und ich habe scheinbar wirklich kein Lithium. So, machen wir die da rein. Oh, und gar nicht so weit weg. Also nicht so tief. Und ich brauche davon immer wie viel? Einen. Einen und drei Titanen. Ich unbedingt Magnetit. Also erstmal sammle ich das hier ein. Und das. Dann bilde ich mir ein, das eigentlich hier gehabt zu haben. Und natürlich auch total täuschen. Ei. Das brauchen wir aber nicht. Wer warst du? Achso. Nein, hier war es dann nicht. Trotzdem mal. Nehmen wir einfach mal ein Salz. Gut, dann machen wir jetzt mal wieder Luft.
Weiter hier hin. Das war hinter der Kamera, ne? Gibt's eigentlich hier noch was Nettes? Schauen wir mal mit hier. Das ist, glaube ich, wieder zum Scannerraum, genau. Das ist also relevant. Scannerraum. Bioreaktor. New blueprint acquired. Okay, dann habe ich jetzt natürlich gerade. Okay. Dass ich nach ein paar Jahren wieder so lost bin, dass ich echt überlegen muss, wo ich lang muss. Ich habe das Spiel ja doch lange gesuchtet, kann man sagen. Aufschneiden. Reparatur, ich hab den Schneider nicht dabei. Ja. Da haben wir es wieder. Falsches Werkzeug. Das ist, glaube ich, die Seemotte. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Hier schon irgendwo an der Wand Silizium gibt. Also runter brauche ich gar nicht erst. Dafür reicht definitiv der Sauerstoff nicht. Suchen wir Lithium und Magnetit. Mittlerweile ist Lithium fast wichtiger. Remember that materials you gather are the property of the All Terra Corporation. You will be liable to reimburse the full market price. Und, your current bill stands at 3 million credits. Schon wieder keine Energie mehr.
ja äußerst ärgerlich. Weiter Weg. Das heißt, ich brauche unbedingt mal eine Nachfüllstation. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hier heißt. Energiestation. Wo man die Batterien eben wieder auffüllen kann. Ohne ständig neue Baum zu müssen. Noch Rohstoffe, die ich vielleicht noch mitnehme. Ja, Platz habe ich noch. Recommended. Welcome aboard, Captain. Vital signs stabilizing. Nee. So, wir fangen an mit dem da, bevor irgendwann mal irgendwas schief geht. Hätte ich natürlich gerne noch hier hinter gesetzt. So, die Hüllenstärke ist schon mal verbessert worden. Was haben wir hier? Den Bioreaktor? Nee. Die Wasserfiltermaschine. Aerogel. Was ist das denn noch? Habe ich noch keinen. Halt für wahrscheinlich brauche ich Schmierstoffe. Nehme ich an. Da bräuchte ich nochmal zwei Säurepilze. Da rein. Achso, das andere ist bei mir installiert, oder was? Ja. Ja. Sehr gut.
keine Ahnung, ob das kumulativ ist, aber ich probiere es einfach mal. Sieht das noch weiter ausweitet, aber es sieht so aus, ja. Okay, dann findet man das auf jeden Fall. Ah, Fahrzeugstation. Guck mal an. Die hätte ich hier nicht mehr vermutet. Aber schon sieht man, dass es natürlich noch einen weiteren Eingang geben muss. Weil es eben im Wrack noch Fragmente gibt, die man scannen kann. Ich komme an keins von denen alles so ran. Das heißt, ich muss mir demnächst mal den Eingang suchen. Nehmen wir mit. Ich nehme auch mit. Warte mal. Die scannen wir erst. Das hätten wir mit dem anderen eigentlich auch machen können. Dann nicht. So, ansonsten findet er auch keine Fragmente mehr, ne? Okay. Schwefel. Ich habe keinen Schwefel mit, oder doch? Ich habe Schwefel mit. Gut. Ja. Aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr ist genau eine Stunde rum. Und wir werden uns beim nächsten Mal da reinschneiden oder einen Weg reinsuchen. Mal gucken, was da noch so alles drin ist für uns. Vielleicht sind es aber auch nur so lächerliche Sachen wie die Dinge, die ich eben schon habe. Aber jetzt mal, sind natürlich keine lächerlichen Sachen, aber Sachen, die ich nicht mehr unbedingt brauche. Aber das würde dann natürlich in Titan umgewandelt werden. Und mit Titan kann man es hier jetzt einfach ein paar Spinde bauen. Ein bisschen was einlagern. So. Genau, wir belassen das erstmal dabei. Wir haben den Scannerraum weiter ausgestattet. Heißt, wir haben die Reichweite erhöht, wir haben das Ganze auf unser HUD quasi platzieren lassen. Wir haben den Mehrzweckraum gefunden und zumindest auch schon mal gebaut, auch wenn der noch nicht wirklich mit Leben gefüllt ist. Genau, das ist für eine Stunde nicht unbedingt
viel, aber wie gesagt, ich fühle mich hier tatsächlich nach ein paar Jahren Spielpause doch mehr lost, als ich gedacht hätte. Naja, genau. Wie gesagt, beim nächsten Mal gehen wir ins Wrack rein und werden nochmal zur Basis runtertauchen, wo wir gerade eben den Netzwerkraum gefunden haben und mal gucken, was es da sonst noch so gibt. Wenn ihr mögt, schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Art dieser Videos gefallen, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt oder einfach mich unterstützen wollt. Abo ist auch immer gerne gesehen, genauso wie Kommentare, Tipps, Tricks. Ja, spoilern kann man tatsächlich nicht wirklich viel. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, deswegen verwundert es mich halt selber so ein bisschen, dass ich so lost bin. Ja. Intake recommended. Wir machen hier einfach beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wieder mit wenig Wasser und wenig Nahrung. Ciao.